Ja, hallo Leute, willkommen bei einem neuen Video hier auf meinem Kanal Lebensart. Und zwar befinde ich mich heute in der Nähe oder bei einem riesengroßen Stahlwerk, was heute Salzgitter AG heißt und ja, eigentlich 1937 bereits entstanden ist, und zwar als Hermann-Göring-Werk. Ja, ich bin hier tatsächlich wieder mit Zug und Fahrrad hergefahren, denn ja, die Sachen, die ich euch hier heute in diesem Video zeigen will, sind nicht das Stahlwerk als solches, sondern die Sicherungsmaßnahmen, die getroffen wurden, um das Werkspersonal zu schützen vor Bombenangriffen, die dann ja doch immer öfter wurden im Zweiten Weltkrieg auf solche rüstungsproduzierenden Werke wie dieses hier. Und da hat sich Hermann Göring oder wer auch immer einfallen lassen, natürlich seine Werkstätigen zu schützen. Und diese Bunker wollen wir uns halt anschauen. Ja, ich bin jetzt hier auf dem Weg zu einem Zwillingsbunker, nennt sich das Ganze. Also mal gucken, wie wir hier rankommen. Die Ernte ist hier Gott sei Dank schon vorbei, dadurch ist das Feld abgeerntet. Und zwar soll das irgendwo in diesen Zwischeninseln sich befinden, diese Zwillingsbunker. Die Zwillingsbunker selbst haben dazu gedient, ja, bei Luftalarm tatsächlich zumindest Zuflucht zu finden. Also es war jetzt kein klassischer Schutzbunker, dass man hier hunderte Meter unter der Erde ist oder sonstiges. Nein, es war tatsächlich ein Luftschutzbunker in der Form, Luftalarmbunker. Er war jetzt nicht sonderlich hilfreich, wenn es dann tatsächlich auf eine Bombardierung kam. Aber ja, hier in diesem Feldbereich ist das eher untypisch, dass hier da vielleicht eine Bombe durch Zufall vielleicht runterkam. Ja, wir befinden uns aber nicht weit weg von den Hermann-Göring-Werken oder den ehemaligen Hermann-Göring-Werken. Wir gucken mal jetzt hier, dass hier kein Bauer kommt, aber wie gesagt, die Ernte ist vorbei. Ich bin bloß noch stoppeln. Und ich hoffe mal, dass wir jetzt hier das Ganze finden. Zumindest bei den Recherchen sah es so aus, dass es dazwischen liegt, beziehungsweise ja, im Feld selbst. Aber gucken wir mal. Ja, man kennt es tatsächlich aus Gebieten, wo die Front verlaufen ist im Zweiten Weltkrieg, speziell im Oder-Bereich, also in der Oder, in dem Fluss Oder, dass man auf Feldern oft solche, ja, Landzungen, nenne ich einfach mal, oder Landmassen sieht. Und das war meistens ein Zeichen, dass dort entweder Schützengräben waren oder Stellungen, die halt genutzt wurden. Und hier soll es wohl genauso sein. Also ich bin gespannt, ich muss ein bisschen mich beeilen, weil hier ist immer noch ein großes Firmengelände nebenan. Mal gucken, was das hier tatsächlich ist, was wir jetzt vermuten. Mal gucken, groß sieht es nicht aus, diese beiden Areale. Mal gucken. Ja, man sieht zumindest schon mal Anzeichen. Belüftung der Bunker. Beton. Und da sehen wir einen Eingang. Ja, wie auf jeder Lost Place Tour natürlich immer alles bei haben. Zwischen Erste Hilfe, Taschenlampen, was man so braucht. Eigentlich, wie gesagt, sollte man natürlich nicht alleine unterwegs sein. Ich habe mich im Vorfeld natürlich erkundigt. Ist jetzt nicht die lebensgefährliche Situation hier. Dadurch habe ich darauf verzichtet. So, Tourniquet brauchen wir jetzt nicht. Wir brauchen Kopflampe. Und ja, das ist der Vorteil, meine neue Kamera, die ich jetzt das zweite Mal im Einsatz hat, hat eine Lampe dran. Schauen wir mal. So, und ansonsten haben wir noch eine Kopflampe bei. Dann gucken wir mal, ob wir da reinkommen. Hier, ihr seht schon. Das sind die sogenannten Zwillingsbunker oder Teile davon. So, Licht. Wie gesagt, es war tatsächlich nur für Luftschutzalarm da, um eine kleine Sicherung zu haben. Nenn es einfach mal so, dass man gegebenenfalls vor Splittern und so weiter geschützt ist. So, jetzt sind wir hier auch schon drin.
Und hier sehen wir das Ganze. Ja, der Eingang. Hallo? Ja, doch relativ groß dafür, dass es hier wirklich bloß so ein kleiner Unterschlupf ist. Passen doch ein paar Leute hier auf jeden Fall rein. Hier hinten ist eine Ecke. Aber hier geht es nicht weiter, oder? Doch, jetzt aber mal rum. Oh, enger Gang. Na doch, relativ groß. Ein Ausgang wieder, aber hier dürfte man nicht reinkommen, sagen wir. Das ist ein anderer Ausgang schon. Größer als ich dachte. Und hier sehen wir überall, das ist die B-Lüftung bzw. Entlüftung. B- und Entlüftung. Ja, ihr habt es oben gesehen, das sind so die kleinen Schornsteine, die da rauskommen. Die sind halt zur, ja, für Frischluft da und alte Luft loszuwerden. So, hier ist ein Fenster. So, hier ist nichts weiter. Hier ist nichts weiter. Hier gehe ich von aus, könnten WCs gewesen sein. Zumindest sieht das so von der Aufteilung so aus. Links, rechts, zwei WCs. Der Rest waren wahrscheinlich, ja, die Quartiere dann für die Zeit. Im Endeffekt waren die ganzen Bunker dafür da, um ja Luftschutzdeckung zu geben. Also Luftschutzdeckungsgräben nannte sich das Ganze wohl auch im klassischen Bunkerbau bzw. im militärischen. Ich bin jetzt nicht so versiert, habe mich da bloß auch ein bisschen eingelesen gehabt. Aber gut, ja, dicker Beton, zumindest ein gewisser Schutz, wenn es zum Luftalarm kam. So, gehen wir mal hier wieder raus. So, das war Teil 1. Wir sind vom einen Ende zum anderen mal rübergelaufen. Oder durchgelaufen. Ihr seht hier gleich die Erhebung. Das ist das, wo wir durch sind. Von oben sieht das Ganze so aus. Ihr seht hier, ja, Betonröhren. Ich nenne es einfach mal Betonröhren, was hier so sind. Und das ist dann der Bunkerbereich, wo wir gerade drin waren. So, hier nochmal. Das dürfte das sein, wo wir von drin das Ganze gesehen haben. Ja, das ist der zweite Eingang. Ja, ihr seht schon, der ist etliche Meter lang. Habt ihr gerade von innen gesehen. Sehen wir jetzt nochmal von außen. War halt wichtig gewesen, wenn man gerade auf der Durchreise war. Wahrscheinlich auf der Landstraße hier oder bei den nahegelegenen Werken. Wir haben ja hier verschiedene Werke, die es halt ja, zu den Hermann-Görings-Werkszeiten auch schon gab. Und für die Besatzung, die entweder gerade unterwegs war oder in der Umgebung hier war und es kam Luftalarm. Dafür war das Ganze dann da, um schnellstmöglich Deckung zu finden. Und hier auch nochmal das Röhrenformat schön zu erkennen. Reiner Bunker. Hier nochmal schön zu erkennen. Die Kontur. Also von außen tatsächlich überhaupt nicht einsehbar. Wenn man jetzt von der Straße guckt, man muss es halt tatsächlich schon wissen, dass hier was ist. Wie gesagt, da hinten hört das vielleicht, ist die Landstraße. So, wir werden uns jetzt langsam ranpirschen, einmal Feld überqueren. Und dann soll wohl, wie erwähnt, auf der anderen Seite nochmal ein kleinerer Zwillingsbunker sein. Schauen wir mal. Ja, da befindet sich nochmal so eine kleine Insel. Dann gucken wir mal. So, wir sehen auch schon ein bisschen Beton. Also sieht es erstmal ganz gut aus. Recht zugewachsen. Gucken, wo wir hier hochkommen.
Hallo Grashüpfer. Ja. Hier ist es richtig zugewachsen. Gucken wir mal, ob wir hier einen Eingang finden. Ja, wenn was hier gefährlich ist, dann sind es hier Zecken, die hier im Gras lauern könnten. Schön Brennnesseln, schön die kurzen Hosen heute an. Herrlich. So, gucken wir mal. Irgendwo wird es hier den Eingang ergeben. Ja, herrlich. Ja, hier lang ist scheiße. Ja, hier gut die Bunkerwände zu erkennen. Muss mal schauen, wo wir den Eingang finden. Oder ob wir überhaupt einen Eingang finden. Also der ist hier wirklich enorm zugewachsen. Wird, wenn dann, die kleine Version dessen sein, was wir gerade gesehen haben. Kurzhose war jetzt schlecht, die Idee. Gucken wir mal von oben weiter ohne Brezelrinde. Ja, gut hochgewachsen. Hier war lange keiner. Heute heißt es nach Zecken absuchen. So, hier geht's runter. Gucken wir, ob wir hier reinkommen. Hallo, Frau Honigbiene. Ja, der war schon etwas schwieriger, aber so. Oh. Wir sind erstmal drin. So, Lampe an. So, was haben wir hier? Hier haben wir jetzt keine klassische Tür, sondern ein Fenster. Ein paar Reifen. Dann gehen wir halt hier durch. So. Ja, von der Bauform seht ihr schon eigentlich dasselbe außen wie innen. Also außen haben wir jetzt nicht so viel gesehen, weil das Ding ist so zugewachsen. Gucken wir mal, was wir innen sehen. Vom ersten Anschein her das Gleiche. Hier wieder, gehe von außen die Toiletten wieder ran. Und hier haben wir jetzt tatsächlich einen richtigen Eingang bzw. Ausgang. Das machen wir von nachher, wenn wir rausgehen. Hier geht es weiter, überall Reifen. Ich gehe von aus, die Reifen, die wir überall sehen, dass die hier natürlich gleich illegal entsorgt wurden. Schmale Gänge und überall Reifen. Reifen, 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 Reifen. Überall Reifen. Hier wieder Toiletten, denke ich. Wenn es einer besser weiß, gerne in die Kommentare schreiben und dann werden wir hier mal Reifen laufen. Mann, ja, hier kommen wir nicht weiter durch. Hier ist wirklich alles voll Reifen. Der ganze Raum voll Reifen. Und hier gehe ich jetzt auch nicht weiter durch. Da ist auch bloß der Ausgang, wie es aussieht, ein weiterer. Und auch alles voll Reifen. Also mehr scheint hier aber auch nicht zu sein, weil da hinten geht es auch nicht weiter, wie ich das sehe. Da ist bloß mal auch ein Fenster oder irgendwas. Und hier, wie gesagt, der Ausgang. Brauchen wir auch nicht weiter durch. Hat ja schon erwähnt, der sieht auf jeden Fall kleiner aus. Hab's mir natürlich bei Maps angeguckt gehabt. Und von der Größe her war der andere schon auf der Karte natürlich viel größer, was ich gesehen habe. Ja. Das war der zweite Zwillingsbunker. Zwilling sagt ja aus, zwei, haha. Und dann können wir hier raus und haben uns die Zwillingsbunker hier ja auch angeguckt, die mit Sicherheit dafür da waren, um die Leute, die hier in der Region gearbeitet haben, vor Luftangriffen zu schützen. So, dann gucken wir mal, wo wir hier ankommen. Hier. Seht ihr schon, relativ zu. Hier kommt man noch durch. So,
ah ja, hier sind wir. Ah, oh, schön, schön, schön. Ja, das war's zu den Zwillingsbunkern. Und ja, wir schießen jetzt weiter zum nächsten, was ich rausgesucht habe hier in der Region. Gehört wie gesagt alles zu den Werken. Und wenn wir Glück haben, finden wir jetzt einen Krankenhausstollen. So, wir sind jetzt hier in einem Waldstück in der Nähe des ehemaligen Hauptverwaltungsgebäudes der Hermann-Göring-Werke. Und zwar sollen sich hier in diesem Waldstück irgendwo Eingänge befinden zu einem Krankenhaus, was extra als Werkskrankenhaus unterirdisch als Bunker genutzt würde, wenn Luftangriffe auf dieses ehemalige oder damalige Hermann-Göring-Werk erfolgen durch die Alliierten. Angebunden war dieses unterirdische Lazarett oder diese unterirdische Klinik direkt an ein Krankenhaus in der Nähe. Und ja, jetzt gucken wir mal hier, also ist ziemlich dicht hier wieder alles gewachsen, ob wir hier so einen Eingang finden. Ich habe zumindest hier beim Reingehen in den Wald irgendwas schimmern sehen, was aussieht wie zumindest ein Gebäude. Ja, mal gucken. Also hier sehe ich schon irgendwas auch. Also auch zugewachsen hier. Ich hoffe, dass hier irgendwo tatsächlich ein offener Eingang ist und dass wir in die Stollen rein können. Auf jeden Fall recht interessant, um was sich da damals tatsächlich, oh, alles voll brennend, Gedanken gemacht wurde, um die Leute zu schützen. Die kleinen Bunker hatten wir ja gesehen gehabt und jetzt probieren wir mal in so einen Stollen zu kommen. Also hier sieht es zumindest schon mal aus. Größerer Hügel sieht man wahrscheinlich jetzt nicht so und da hoffe ich, dass ich irgendwo einen Eingang finde, wenn ich hier durch die Brennnesseln irgendwo durchkomme. Ja, heute bereue ich tatsächlich keine langen Hosen angezogen zu haben, aber es ist so warm. Gut, diese paar Brennnesselstiche stören uns auch nicht. Hier ist leider zugeschweißt, wie es aussieht. Hier bewegt sich nichts mehr. Schauen wir mal weiter. Vielleicht finden wir noch einen anderen Eingang. Ich weiß nicht, ob die alle so groß sind wie der hier. Auf jeden Fall ist das in diese Richtung genau, lag das Krankenhaus. Und man sollte halt schnellstmöglich die Patienten, die in den Krankenhäusern oder im Krankenhaus waren, in dieses Stollensystem bekommen. Also man sieht es ja recht schön. Es war eine zugemauerte Ecke, die ist hier natürlich weg und das ist mit Sicherheit Beton, aber auch geziegelt, wie es aussieht, und übergossen, wie es aussieht. Ja, gut, gucken wir mal, ob es hier noch andere Eingänge gibt oder ob das der einzige Eingang ist. Wäre schade, dann kommen wir halt leider nicht rein. Aber gut, ist leider oft so. Ja, hier viele kleine Flächen, die aus der Arznei sind, so wie es aussieht. Kann ich mir gut vorstellen, dass sie aus dem Stollensystem sind. Und hier, wir sehen hier relativ viel Schutt, könnte ich mir auch vorstellen, dass hier mal, man kann es nur erahnen, ist alles bemoost, mal ein kleiner Stolleneingang war. Ja, in die Richtung geht da nichts weiter, da kommt dann das heutige Gelände schon, für was es heute genutzt wird. Ja, wird immer noch als Hauptverwaltungsgebäude hier genutzt, nicht mehr der Hermann-Göring-Werke, sondern eines anderen Stahlproduzenten. Ja, aber hier sieht es aus, als wenn das dicht ist. Gehen wir mal in die andere Richtung weiter. Ja, hier sieht es auch nochmal aus, als wenn irgendwas gewesen wäre. Zumindest sieht man hier Betonteile. Ah, da haben wir schon eine Zecke. Ha. Naja. Ah, schau mal einer an. Hier haben wir was gefunden. So, Licht haben wir an und dann gucken wir mal, ob wir hier etwas finden. Ja, aus einer Ameisenstraße.
und Zecken. Na, heute heißt es absuchen. So, wir gehen jetzt erstmal hier runter. Vielleicht haben wir Glück. Hier geht's weiter. Aber leider zugeschüttet, der Schacht. Mist. Gucken, ob wir noch einen anderen Eingang finden. Ja, wir probieren es nochmal. Wir gehen noch ein bisschen lang. Wenn nicht, haben wir leider Pech gehabt. Aber vielleicht findet sich nochmal eine Gelegenheit. Ja, hier sind auf jeden Fall viele Betonbrocken, wo zumindest in meinen Augen ja, viele Beton- und Steinbrocken hier. Menschlicher Natur. Deswegen gucke ich hier noch ein bisschen lang, weil mit Glück gibt es hier doch noch irgendwo einen offenen Eingang. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet. Hier sehen wir zumindest einen Betonklotz wieder. Probieren wir mal hinzugehen. Vielleicht ist da noch eine Öffnung, wenn wir hier durchkommen. Ah, so. Hier ist noch ein Eingang. Vielleicht haben wir hier Glück. Aha. Tja. Ist es nur ein Durchgang? Lampe. Schwer einzuschätzen jetzt von hier. Ich sehe bloß einen Durchgang jetzt erstmal. Vielleicht geht es aber da rechts oder links ab. Da ist irgendwas. Da ist eine Öffnung. Gut, wir gehen mal rein. Und gucken uns das an. Ah, passen wir. So, wir sehen auf jeden Fall eine Öffnung in der Wand auf der rechten Seite. Ha, tatsächlich. Hier geht's weiter. Wir haben Eingang gefunden. So. Da wir heute allein unterwegs sind, werden wir mal gucken, wie weit wir gehen. Denn ja, allein macht man sowas natürlich nicht. Daher muss ich persönlich auch erstmal gucken, wie weit wir uns hier vorwagen alleine. Hier, wie wir den Zwillingsbunker kommen, mit der Aufteilung. Ja, und leider ist es genau das zugeschüttete Ding, wo wir vorhin waren. Pech gehabt. Ja, nee, leider, finde ich hier heute keinen Eingang. Wenn von euch Zuschauern jemand den Eingang kennt in diese unterirdische Bunkerklinik, nenne ich es einfach, oder das Bunkerkrankenhaus, schreibt mich gerne auf meine E-Mail-Adresse an. Würde mich natürlich mal interessieren, hier weiter reinzukommen, als das, was wir jetzt hier gesehen haben. So, das war es auch heute wieder mit dem Video hier. Ja, leider nicht immer 100% erfolgreich, so eine Lost Place Tour oder verlassene Orte, Wanderung, wie man es auch immer nennen mag. Aber man hat trotzdem was gelernt und das ist das Wichtige. Und wer das noch nicht gewusst hat, den habe ich natürlich etwas beigebracht, mir persönlich auch. Das ist ja das Wichtigste, dass man sein Wissen immer, ja, immer weiter voranbringt. Sachen, die man nicht wusste, verlassene Orte entdeckt hat. Auch wenn es in das unterirdische Krankenhaus jetzt nicht reinging, haben wir ja trotzdem heute ein bisschen was gesehen. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gern Abo dalassen, Video teilen. Und wenn ihr Informationen über andere Lost Places oder verlassene Orte habt, dann sendet sie mir gern per E-Mail zu, dass ich auch daraus Videos machen kann. Ansonsten verbleibe ich bis zum nächsten Mal, euer Sebastian.